Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und in dieser Podcast-Videoreihe soll es darum gehen, wie Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmaklerpools und andere Dienstleister ihren Service verstehen. Es ist zum Wahnsinnigwerden. Kundenservice Janitos. Kein Telefon, keine E-Mail-Antwort, keine Schadenmeldung. Service, wie ich mir es vorstelle. Mein Name ist Klaus Echtler und ich möchte heute mit diesem ersten Podcast-Video die Servicewüste Deutschland bei den Versicherungsgesellschaften unter die Lupe nehmen. Gerade wollte ich bei Janitos anrufen, einen neuen Kfz-Schaden melden. 30 Minuten Wartezeit, keiner nimmt ab. Jetzt habe ich ein E-Mail geschrieben. Doch das ist mir vor 3 Monaten schon mal genauso gegangen. Das E-Mail wurde mir dann nach etwa 3 bis 4 Wochen beantwortet. Es ging um die Privathaftpflicht für geschiedene Paare mit Kind. Und ich erhielt dann, da ich ein paar Mal reklamiert hatte, 3 unterschiedliche Antworten auf meine Frage. Der zweite Fall, der etwa 6 Wochen her ist, war ein Privathaftpflichtschaden. Dort waren alle Unterlagen vorgelegen. Ich hatte auch vereinbart, dass die Zahlung jetzt dann sofort ausbezahlt wird. Doch nachdem ich dann 2 Wochen nichts gehört habe, reklamierte ich telefonisch. Oh, stimmt nicht. Ich reklamierte per E-Mail, weil ja telefonisch niemand hingeht. Und dann wurde der Schaden innerhalb von 3 Tagen tatsächlich überwiesen. Es dürfte allerdings nicht sein, dass die Zusage bzw. die Zeit von der Zusage bis zur Auszahlung 3 Wochen dauert und der Makler dann nochmals reklamieren muss. Heute ein Haftpflichtschaden an einem Kfz, neue Schadenmeldung, telefonisch kein Durchkommen. Ich würde der Janitos Versicherung für diese 3 Fälle auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 ein glattes minus 5 geben, weil dieser Service ist unterirdisch. Es ist kein Service, sondern es ist eine Hinhaltetaktik, die nicht nur uns als Makler, sondern auch die Kunden verärgert. Natürlich geht es immer um Kosteneinsparungen, um Gewinne, Umsätze und so weiter. Doch auf den Rücken der Kunden auszutragen oder auf dem Rücken uns von uns Maklern, das finde ich nicht in Ordnung. Das Teuerste, was unsere Tätigkeit ausmacht, ist inzwischen das Warten auf Antworten von Versicherungsgesellschaften, egal ob per Telefon oder E-Mail. Der Service, der versprochen wird, wird in den meisten Fällen nicht eingehalten oder kann nicht eingehalten werden, weil das Personal bei den Gesellschaften immer weiter abgebaut wird. Die guten Mitarbeiter wechseln meistens rechtzeitig und die, die dann noch übrig bleiben, bekommen die Arbeit nicht umgesetzt bzw. bekommen von der Geschäftsleitung zu wenig Unterstützung an die Hand, um die versprochenen Serviceleistungen durchführen zu können. Liebe Gesellschaft Janitos, bitte stellen Sie dies so schnell Sie können ab, damit wir als Makler Sie wieder gerne und mit gutem Gewissen als gute Gesellschaft anbieten können. Ich werde mich sicher wieder melden bei dem nächsten Vorfall, bei dem mir der Hut hochgeht, und wünsche uns allen bis dahin eine gute Zeit mit viel tollen Service. Und wenn es mal ein Lob geben sollte für das ein oder andere Unternehmen oder die ein oder andere Aktion, werde ich dies sicher auf diesem Kanal auch berichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen das Videopodcast gefallen hat, freue ich mich über den Daumen nach oben. Abonnieren Sie meinen Kanal und erzählen Sie es gerne weiter. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler.